Okay, guten Morgen, guten Abend. Maxi, wie geht's? Guten Morgen, hallo. Hallo, hallo. Okay, heute ich werde auf dieses Thema, mein Lieblingsthema, Sprachen lernen, auf Deutsch. Ich werde mit Maxi. Maxi hat einen Kanal für also Deutsch lernen. Das heißt also German in Tokio, aber du wohnst in Osaka, nicht wahr? Ja, Genau, okay. Vielleicht kannst du ein bisschen über dich selbst erklären, verklären, warum und wie ist das, dass du wohnst in Tokio oder in Osaka und wie du Unterricht gibst auf Deutsch. genau. Ich habe vor fast 12 Jahren angefangen, Japanisch zu lernen. Und dann habe ich in Japan studiert und ich habe im Studium immer Japaner kennengelernt, die Deutsch gelernt haben. Und weil ich Japanisch gelernt habe, hat es mir halt Spaß gemacht, den Japanisch Studierenden Deutsch beizubringen. Und ja, so habe ich angefangen. Und auf meinem YouTube-Kanal mache ich Videos meistens auf Japanisch zum Deutsch lernen oder über deutsche Kultur. Und die meisten, also Japaner, die Deutsch lernen wollen, wegen, also was sind die Hauptmotive, also Gründe, warum sie Deutsch lernen wollen? Ich denke, viele interessieren sich für klassische Musik und deswegen wollen sie halt gerne entweder nach Deutschland oder nach Österreich, nach Wien und halt klassische Musik studieren, also Klavier spielen. Und dann halt, dann ist das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, das sind Männer, die interessieren sich für deutsche mal Geschichte gibt es auch, aber mehr so Philosophie. Ja, und sonst gibt es noch eine ganz große Gruppe von Japanern, die halt ganz gerne einfach mal nach Deutschland in den Urlaub fahren wollen und deswegen halt ein bisschen für den Urlaub Deutsch lernen möchten. Also für mich ist Deutsch sehr interessant. Also Deutschland, Österreich auch ein bisschen. Also auf der Schweiz kann man mit also Deutsch, wie sagt man, also kommunizieren. Und es gibt sehr viel Geschichte und sehr viele nette Leute. Aber Deutsch hat sehr viel. Also die deutsche Sprache hat sehr viel Grammatik, nicht? Nicht wahr? Und wie, also, und für mich, also, wenn ich Sprachen lerne, auch Sprachen mit sehr viel komplizierter grammatischer Regeln, zum Beispiel slawische Sprachen, dann ich werde nicht sehr viel über diese grammatische Regeln mich konzentrieren. Genau dasselbe, dass ich mich andere Sprachen fast spreche, jetzt sehr schlecht auf Deutsch, weil ich habe. Ich habe keine Gelegenheit, Deutsch auf Deutsch zu sprechen. Aber eine Frage. Also ich habe auf Deutsch ein Buch gelesen. Okay. Let's begin there. Gelesen, gelesen. Gesprochen, Gelesen. gesagt. Ja, gelesen. Genau. No, ich meine auf Deutsch. Die Schwierigkeit auf Deutsch. Zum Beispiel, wir sagen, ich habe das gesagt, aber ich habe gesprochen. Nicht wahr? Also wie sagt man, the past participle auf einige Verben, das ist mit einem, sagen wir, auf ein T, also gesagt, gemacht. Und auf andere Verben haben wir die N, ich weiß nicht, gelesen, nicht? Oder gesprochen. Wie kann man sich, und auch wenn, kannst du erklären, warum? Und wie das ist, wie das passiert, dann für einige Beispiele ist das mit einem T und ein anderes Beispiel mit einem N. Also ich denke auch immer, viele Japaner lernen zu viel Grammatik. Und wenn man zu viel Grammatik lernt, wird es halt schwierig zu sprechen, weil man dann im Kopf die ganzen Regeln hat. Also ich denke, es ist wichtiger, viel zu hören und halt deutsche Freunde zu finden. Also man kann im Internet auch, weil wenn man spricht, dann ist es einfacher. Aber als Japaner empfehle ich, die Grammatik lieber auf Japanisch zu lernen, weil es ist halt einfacher erklärt als komplett auf Deutsch. Und
Ja, und manchmal ist es gut, wenn japanische Deutschlehrer Grammatik erklären, weil sie halt selber Deutsch gelernt haben als Fremdsprache. Und sie haben, aber es gibt in Deutschland, es gibt viele Regeln, aber es gibt immer Ausnahmen. Das heißt, man muss immer Ja, das. aufpassen. Aber für mich diese Erklärungen, sowieso muss man also neue, also Gewohnheit, wie sagt man, also, boah, ich habe mein Deutsch ganz vergessen. Für mich spielt es keine Rolle. Ich spreche mit Fehler, ich habe sehr viele Wörter vergessen, aber es spielt keine Rolle. Aber ich habe also gedacht, warum ist das, also, ich habe gesagt, gelingen, gesprochen, gesagt. Und ich glaube, die meistens, also Fälle, ich anwende die Verb, also genau, ich sage gelacht oder gesprochen, aber das ist nicht, weil ich kenne diese Regeln, das ist, weil ich habe, also jetzt lange Zeit habe ich kein Deutsch gehört. Aber ich habe sehr viel Deutsch gehört. Ich habe die 90er Jahre war ich ganz oft in Deutschland. Ich habe dort Geschäft gemacht. Ich habe Bücher gelesen, you see. Also ich habe, das ist ein bisschen automatisch geworden. Fast, wenn ich keine Gelegenheit hat, Deutsch zu sprechen, dann ist es ein bisschen schlimmer. Aber sowieso, das ist nicht durch Erklärungen. Es ist durch Praktik, hören, lesen, sprechen und nicht durch diese Regeln. Ja, das denke ich auch. Also das Problem ist, mit Regeln, es gibt immer Ausnahmen und wenn man einmal anfängt, Regeln zu lernen, dann wird es schwieriger zu sprechen. Man hat dann halt im Kopf, hat man halt, man denkt über die Regeln nach und man hat halt so eine Blockade. Genau, Und ja. es ist einfach wichtig, zu üben, halt das Sprechen zu üben und vor allem viel zu hören. Also man kann mittlerweile sehr viel auf Deutsch. Es gibt Hörbücher, es gibt Ah, ja, phänomenal. CDs. Ausgezeichnete Hörbücher auf Deutsch. Das ist eine Sprache, so wie auch Russisch. Russisch. Es ist nicht der Fall von Japanisch. Sehr wenig gute Hörbücher auf Japanisch. Aber auf Deutsch, auf Schwedisch, auf Russisch, sehr, sehr viel. Sehr schön, sehr gut gemacht. Also, ich habe ein Buch gelesen. Das ist ein Gehirnforscher, er heißt Manfred Spitzer, und er hat gesagt, und also er hat auch ein Video auf YouTube, unser Gehirn sind nicht dafür gemacht, also Einzelheiten zu erinnern. Das ist sehr schwierig. Wir werden alle Einzelheiten vergessen. Aber unser Gehirn sind sehr gut, also wie sagt man, Schablonen oder Modelle, Muster zu machen. Ne? Durch diese sehr viele Einzelheiten, die wir haben schon vergessen, wird sich neue Schablonen, wie heißt das, Patterns auf Deutsch, also Ja, neue, Beziehungen, ja. ja, Beziehungen wird sich entwickeln, und das ist, was uns also erlaubt oder wie sagt man, enable, das wie sagt man, Erlaubt es richtig. erlaubt, diese Sprache zu sprechen, weil wir haben diese Muster, diese Modelle, aber die Einzelheiten, wir werden immer vergessen und noch einmal lernen und noch einmal vergessen. Und ich glaube, so ist es. Und ich denke auch, zum Beispiel, ich spreche Japanisch und ich spreche auch Englisch. Und es war sehr schwierig, Japanisch zu sprechen, aber danach Englisch sprechen zu lernen, war viel einfacher, weil ich schon eine Sprache konnte. Das Genau. heißt, so je mehr Sprachen man lernt, desto einfacher wird es, sich halt diese Gruppen zu merken. Ja, es ist Ich richtig, aber glaube, ich kann nicht die grammatischen Einzelheiten. Das ist wirklich, das es kann man ist. sich schlecht merken. Aber es ist viel halt, man hört und dann man hört das ein bisschen und dann benutzt man es. Und ich glaube, du hast recht. Je mehr Sprachen man lernt, manchmal wird ein bisschen Interference, okay? Aber das ist nicht wichtig.
Weil ich glaube, man hat immer mehr Selbstvertrauen, weil ich weiß, jetzt kann ich Sprachen lernen, ich kann Arabisch lernen. Es ist eine Frage von Zeit. Es wird länger dauern, Arabisch zu lernen, als, ja, ich weiß nicht, Italienisch. Aber ich weiß, das kann ich machen. Und mein Gehirn hat auch die Fähigkeit, Sprachen zu lernen, hat sich verbessert durch die Lernen von anderen Sprachen. Und das ist immer ein Plus, genau. Du jetzt kannst du, ja, ich weiß nicht, Chinesisch lernen, oder? Ja, Koreanisch. Russisch. Ja, ja. Ungarisch vielleicht. Ja, genau, das ist, so ist es. Und deswegen, ich glaube, die Leute in Europa, sie wohnen, wenn du wohnst in Deutschland oder Frankreich, dann oder Belgien, das ist nicht weit. Einige hundert Kilometer hast du eine andere Sprache. Das ist nicht die Fall in Japan und auch noch nicht in Russland oder USA. Und deswegen viele Europäer, sie haben das leichter, Sprachen zu lernen. Und ich denke, viele Japaner, sie fragen mich immer, macht es Sinn, Deutsch zu lernen, weil ich kann noch nicht mal Englisch richtig sprechen. Aber ich denke, wenn man noch eine zusätzliche Sprache lernt, dann wird es auch einfacher, zum Beispiel auch noch Englisch nachher zu lernen. Das sicherlich. Weil zum Beispiel ein Japaner, der Deutsch lernt, schwierig, viel Arbeit für das Gehirn, für die Gehirne. Ne? Aber nachher wird Englisch leichter. Ja, auf jeden Fall. Wenn du zum Beispiel machst, wie sagt man, also Weightlifting, okay? Wenn du also schwierige, I don't know, Weights. Gewichtheben. Gewichte. Dann wird die leichter, wird leichter. So das, und es gibt, also wenn man lernt mehr Sprache, zum Beispiel Deutsch, weil es gibt Verbindungen zwischen Deutsch und Englisch, auch zwischen Englisch und Französisch. Und wenn man dann andere Sprache lernt, lernt man andere Weise, also zu denken, und man lernt also einige Wörtschätze, die vielleicht sind wichtiger auf Deutsch als auf Englisch oder Verdammt, how do you say that? Swedish, also the other way around. Und das hilft. Das ist eine Entwicklung auf seine Fähigkeit, Sprachen zu lernen. Genau. Und deswegen, und ich glaube auch, ein Japaner, I mean, wir wohnen alle in dieselbe Erde, what do you call it? The Earth, you know? So, wir dürfen mehrere Sprachen lernen. Japanisch, Deutsch, Schwedisch, ja, ich weiß nicht, Arabisch. Genau, ja. Okay, so, du versuchst nicht zu viel also Gewicht oder Emphasis auf so Grammatik zu stellen. Ja, das denke ich auch. Ja, das ist richtig. Okay, gut. Okay, danke schön. Das war ein bisschen schwierig für mich, Deutsch zu sprechen. Ich muss mehr üben. Okay, tschüss. Viel Erfolg. Okay, tschüss. Bye bye. Tschüss, bye bye.